Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Astrofotografie Cast. Und in dieser Folge geht es um die Bias Frames. Ich habe im letzten Video, wo es um die Flat Frames ging, vergessen zu erwähnen, wie wichtig eigentlich Bias Frames für eine vernünftige Flat-Kalibrierung sind. Das möchte ich hiermit ganz dringend nachholen und bei der Gelegenheit einfach mal erklären, was Bias Frames sind, wie wir die machen, warum es überhaupt ein Bias gibt und warum sie so wichtig für die Flat-Korrektur sind. Alles das gibt's nach der Intro. So, ich habe es eingangs schon erwähnt, ich habe es einfach schlicht vergessen, bei dem Video über die Flat-Frames auch über die Bias-Frames zu sprechen. Es ist ganz wichtig, dass wir zu unseren Flat-Frames auch Bias-Frames machen. Und darüber möchte ich heute mal reden und erklären, was Bias Frames eigentlich sind. Wir schauen uns mal im Internet um und schauen, was es da so zum Thema Bias Frames gibt. So, das ist die Seite des Deep Sky Stacker. Hier werden die einzelnen Kalibrationsbilder erklärt. Und bei Bias Frames steht nun übrigens auch Offset Frame genannt. Die Bias Offset Frames sind dazu da, das Ausleserauschen des CCD oder CMOS oder CMOS Sensors von den Light Frames zu entfernen. Jeder CCD oder CMOS Sensor erzeugt beim elektronischen Auslesen des Chips ein Störsignal. Den zweiten Satz würde ich so unterschreiben. Der erste Satz ist so ein bisschen gefährlich, weil man daraus interpretieren könnte, dass man mit den Bias Frames, die man nämlich abzieht aus einer Aufnahme, ein Rauschen entfernen kann. Das wissen wir ja, dass man Rauschen nicht abziehen kann. Insofern ist das so ein bisschen ein Satz, der ist nicht ganz wasserdicht. Wir wollen mal gucken, was es sonst noch im Internet über Bias Frames gibt. Wenn ich jetzt mal Bias Astro Photography eingebe, dann wird mir ein Video vorgeschlagen vom Astro Photocast. Juhu, Folge 1, Darks, Flats und Bias. Das könnt ihr euch mal anschauen. Ich gehe hier mal auf die Seite dslr-astrophotography.com. Das ist eine Seite des Astrophotografen Chris van der Berge. Ein sehr netter Kollege aus den Niederlanden, mit dem ich schon zwei Trips nach Namibia gemacht habe. Und wir schauen mal, was der so schreibt. Fassen wir kurz zusammen. Okay, er schreibt auch, es gibt ein Störsignal, dass die Kamera produziert ohne das thermische Signal, also ohne den Dunkelstrom, auch ohne Lichteinfall. Und das zeigt sich oft, das schreibt er hier, most of the time this will have a fixed pattern. Also häufig zeigt sich das als festes Muster und can be calibrated, also kann kalibriert werden, könnte man vielleicht besser sagen oder auf Deutsch übersetzen. Man kann es dann also auch abziehen. Wichtig ist, man zieht das Signal ab. Also wenn es ein festes Signal ist und ortsfeste ist, kann man es auch abziehen. Wenn es ein Rauschen ist, kann man es nicht abziehen. So, und dann steht hier auch, man kann viele Bias-Frames machen, zu einem Master-Bias verarbeiten. Man kann dann dieses Fixed-Pattern-Noise abziehen. Also ich war einfach mal auf ein, zwei Webseiten, habe geschaut, was steht denn da, und im Prinzip ist das auch alles richtig, was da steht. Es ist nur auch ein bisschen missverständlich und deswegen möchte ich euch in meinen Worten erklären, was es mit den Bias überhaupt auf sich hat. Also, was bedeutet das Wort Bias eigentlich? Im englischen normalen Sprachgebrauch ist jemand, der biased ist, voreingenommen. Also Bias heißt voreingenommen sein, ein Vorurteil haben zum Beispiel. Es gibt das Wort aber auch im Englischen bei technischen Begriffen und da spricht man von einer vorangelegten Spannung, von einer Vorspannung. Das erklärt vielleicht viel besser, was hier in unseren Kameras vor sich geht. Es ist so, dass irgendwie die Kameras schon einen gewissen Sockelbetrag haben. Also selbst dann, wenn wir ein Bild mit ganz kurzer Belichtungszeit machen und den Deckel auf der Kamera haben, also keine Photonen den Sensor erreichen und auch kein Dunkelstrom erzeugt werden kann, weil die Belichtungszeit so kurz ist, selbst dann haben wir ein minimales Signal. Und das ist diese Vorspannung, das wird auch Offset genannt, also Offset und Bias ist das Gleiche.
Und das ist kameraseitig schon eingestellt. Es gibt ein paar Kameras, die haben die Möglichkeit, dass man das selber einstellen kann. Das sind meines Wissens nach die QAY-Kameras, die in Deutschland unter dem Namen ALCCD vertrieben werden. Und ich kenne mich noch nicht so gut mit 2-ASI-Kameras aus, aber ich bin mir eigentlich fast sicher, dass man auch da den Offset einstellen kann. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. So, es gibt auch Kameras, die kein Bias haben. Zumindest die älteren Kameras der Firma Nikon hatten kein Bias. Das heißt, wenn wir da solch ein Bild gemacht haben, ganz kurze Belichtungszeitdeckel auf der Kamera, dann war tatsächlich alles auf Null gesetzt. So. Das war unter anderem, das war nur ein Grund, aber unter anderem ein Grund, warum sich die Nikon-Kameras zumindest anfangs in der Astrofotografie nicht durchgesetzt haben. Und da kommen wir zu dem Punkt, warum Bias-Frames sehr sinnvoll sind. Die Idee dahinter ist nämlich die folgende: Wenn wir schon einen kleinen Sockelbetrag haben, dann kann es uns nicht mehr passieren, dass in der Kamera negative Werte entstehen. Also, wie entstehen negative Werte? Nehmen wir mal an, wir haben eine Aufnahme und es ist sehr dunkel. Dann gibt es Pixel, wo sozusagen kaum oder sehr wenige Photonen den Weg zu diesem Pixel finden. Und das heißt, wir sind da sozusagen nahe der Nulllinie. Jetzt habe ich in den vielen Videos, die ich gemacht habe, schon oft erklärt, dass ein Signal immer rauschbehaftet ist. Hier nochmal das Video zum Thema Rauschen. Und das heißt, dass unsere Werte, die wir messen mit der Kamera, immer um einen Betrag zappeln. Ja, also manchmal ist der Wert 50, ich nenne jetzt irgendeine Zahl, manchmal ist er 53 und manchmal ist er 46 oder so. Also es gibt auch sozusagen kleine Einbrüche, die unterhalb des Sollwertes sind und es gibt welche, die sind oberhalb. Also das Zappeln um diesen Wert, das ist eben Rauschen. Dieses Rauschen kann nun, wenn wir sehr nahe an der Nulllinie des Sensors sind, kann das zu negativen Beträgen führen. Kann man sich vorstellen, wenn wir irgendwie knapp über der Nulllinie sind und es zappelt die ganze Zeit, dass es auch mal Ausschläge gibt, die sozusagen zu einem negativen Wert führen. Und um das zu vermeiden, es gibt wahrscheinlich technische Gründe, so tief in der Materie bin ich da auch nicht drin, aber es gibt wahrscheinlich gute Gründe, um negative Werte in Kameras zu vermeiden. Hat man eben dieses Bias-Frame, diesen Bias-Betrag oder Offset-Betrag in den Kameras meistens schon voreingestellt. Warum Nikon das anfangs nicht gemacht hat, kann ich nicht zu sagen, weiß ich nicht. Wie gesagt, so technisch bewandert bin ich nicht. Und wie gesagt, es gibt in anderen Kameras die Möglichkeit, diesen Sockelbetrag selber einzustellen. Der liegt in der Regel so um die 100 ADU, was einfach ein recht pragmatischer Wert ist, der durchaus Sinn macht. Es macht natürlich wenig Sinn, diesen Wert enorm hochzutreiben, weil wir dann die Dynamik der Kamera schlechthin beschneiden. So, das ist also die Erklärung, was überhaupt das Bias oder Offset ist. Es ist nun so, dass immer dann, wenn wir ein Bild machen, wir in jedem Bild diesen Sockelbetrag drin haben. Also egal, ob wir eine Tageslichtaufnahme machen, eine Astro-Foto-Session machen, egal, ob wir Light-Frames machen, Flat-Frames machen, Dark-Frames machen, in all diesen Bildern ist immer dieser Sockelbetrag drin. Deswegen brauchen wir uns eigentlich nicht groß um diesen Betrag zu kümmern, denn wenn wir zum Beispiel Darks anfertigen und ein Master-Dark anfertigen und das von den Leitaufnahmen abziehen, dann ist der Bias schon mit abgezogen. Insofern müssen wir eigentlich gar keine extra Bias-Frames mehr machen. Es gibt nun ein paar Ausnahmen, wo wir dann doch Bias-Frames explizit machen sollten. Die eine Ausnahme ist die, ich habe das selber noch nie ausprobiert, ich habe darüber gelesen. Es gibt theoretisch zumindest die Möglichkeit, Dark Frames zu skalieren, also in der Belichtungszeit zu verändern. Und dazu ist es wichtig, vorher diesen Sockelbetrag, diesen Bias oder Offset abzuziehen. Die andere Anwendung wäre dann, wenn wir uns entscheiden, keine Dark Frames zu machen, also zum Beispiel mit DSLR-Kameras. Auch dazu habe ich ja ein Video gemacht. Es gibt ja irgendwie viele Leute, die keine Dark Frames mit DSLR-Kameras machen und wenn die Aufnahmen gedessert sind, ist das auch alles kein Problem.
Aber man sollte mindestens dann ein Bias-Frame abziehen. Und der Grund dafür liegt darin, dass sozusagen selbst in diesem winzigen Betrag, in diesem Sockelbetrag schon ein gewisses Muster drin ist, also ein festes Muster. Man spricht von einem Fixed Pattern. Und um dieses feste Muster aus den Ausnahmen rauszukriegen, sollte man zumindest einige Bias-Frames machen oder Bias-Frames, die zu einem Master-Bias kombinieren und von den Bildern abziehen. So, die wichtigste Anwendung für Bias-Frames ist aber die Flat-Field-Kalibrierung. Da geht es nicht darum, dieses Fixed Pattern aus den Flat Fields herauszuziehen, sondern es geht vielmehr darum, dass dieser Sockelbetrag die Flat-Kalibrierung verfälscht. Ja? Das sieht dann so aus, dass das Flat nicht vernünftig korrigiert wird, insofern, dass eine Überkorrektur stattfindet. Man hat also plötzlich nicht mehr dunkle Ecken aufgrund der Vignettierung, sondern man hat helle Ecken. Die Staubkringel oder Staubflecken sind nicht mehr dunkel, sondern plötzlich hell. Ich habe einfach mal spaßeshalber bei Google eingegeben, Probleme mit Flat Fields. Und gleich in der Bildersuche der erste Treffer war, obwohl ich einen deutschen Begriff eingegeben habe, von einer amerikanischen Seite. Und da beschreibt jemand genau dieses Problem mit den hellen Ecken. Wir können das hier mal anklicken, uns anschauen, wie das dann aussieht. Und das findet man eben häufig in den Internetforen oder auf Facebook, Fragen diesbezüglich. Also Leute, die zum ersten Mal Flatfields machen zum Beispiel und dann sagen, jetzt habe ich das gemacht und das wurde mir so oft geraten, jetzt geht das aber schief, ich bekomme plötzlich eine Überkorrektur. Ja, und jetzt wisst ihr, woran das liegt. Es gibt noch einen anderen Grund, den habe ich erklärt in meinem Video über die Flatfields. Aber das Bias-Frame muss unbedingt aus den Flats abgezogen werden, damit diese Überkorrektur nicht stattfindet. Darum habe ich dieses Video gemacht, um das nochmal explizit zu sagen. So, wie macht man jetzt ein Bias-Frame? Ja, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, es ist eigentlich recht einfach, egal ob mit einer CCD-Kamera oder mit einer DSLR-Kamera oder was auch immer. Man macht einfach den Deckel auf die Kamera, sodass wirklich absolut kein Licht auf den Sensor trifft. Dann wählt man die kürzestmögliche Belichtungszeit und dann schießt man einfach mal einen ganzen Haufen solcher Bias-Frames und das ist es schon. Also es ist wirklich die einfachste Prozedur, um Kalibrationsbilder herzustellen. So, es gibt jetzt oft Fragen, wie man denn oder wie viele Bias-Frames man machen sollte. Ich mache immer so ungefähr 30 Bias-Frames. Es gibt Leute, die sagen, man soll viel mehr machen, man soll ungefähr 100 machen. Dann, wenn man ohnehin seine Aufnahmen dithert, ist das alles nicht so tragisch. Es geht da ja nur um diesen extra Rauschbetrag nochmal, den man durch die Kalibration in die Bilder hineinbringt. Wenn man Aufnahmen dithert, hat man damit mehr oder weniger keine Probleme. Dann reichen auch 30 Bias-Frames völlig aus. So, jetzt gibt es Softwares, die fragen euch nach einem sogenannten Flat Dark. Und auch in den Foren oder auf Facebook wird oft darüber diskutiert, was ist jetzt eigentlich ein Flat Dark, warum muss man das machen? Und hier mal meine Erklärung dazu. Ein Flat Dark ist im Prinzip ein Dark Frame, passend zu den Flats. So, jetzt haben die Flats aber in der Regel Belichtungszeiten von Bruchteil einer Sekunde oder bei CCD-Kameras maximal vielleicht 1, 2 Sekunden. Vielleicht sind es mal 5 Sekunden. Aber in dieser Zeit haben wir eigentlich gar keinen großen Betrag durch den Dunkelstrom. Also im Prinzip ist es zumindest meiner Meinung nach egal, ob ich jetzt einen Flat Dark oder einen Bias mache. Für mich ist das mehr oder weniger das Gleiche. Also es ist ein sehr kurzes Dunkelbild, wo eben noch kein Dunkelstrom zu sehen ist. Ja? Und auch bei 2 Sekunden haben wir immer noch keinen signifikanten Dunkelstrom. Insofern sind Flat Darks nichts anderes wie Bias. Und sie sind genau dazu da, und deswegen heißen sie vielleicht Flat Dark, um diesen Bias-Betrag, diesen Sockelbetrag aus den Flats herauszukriegen. Vielleicht gibt es noch eine andere Erklärung, die ist mir aber nicht bekannt. Vielleicht könnt ihr in den Kommentaren irgendwie was dazu schreiben, wenn es wirklich einen guten Grund geben sollte, den Dunkelstrom, auch wenn er nur 2 Sekunden gedauert hat, aus den Flats abzuziehen, dann hinterlasst doch einen Kommentar. Also,
Ich weiß darüber nichts. Ich würde sagen, Flat Darks und Bias sind im Prinzip das Gleiche. Es sind sehr, sehr, sehr kurze Dark Frames, wenn man so will. Ja, ich hoffe, dieses Video hat ein bisschen zur Aufklärung zum Thema Bias Frames beigetragen. Es war mir ein Anliegen, das noch zu machen als Ergänzung zu dem Video, zu den Flat Frames, auf das ich hier nochmal hinweisen möchte. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen und bis zum nächsten Mal.